Höret, höret, ihr lieben Freunde meines Kanals. Ein Patch ist da, ein Patch ist da. Oh wunderbar für Waldharz. Willkommen zurück. Ja, ob der noch alles verbessern wird, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Aber er ist da, der erste Patch nach Release. Und unter anderem wurde wohl ein Problem mit Mehrkern-CPUs ausgebessert, wodurch eine drastische Leistungssteigerung zu sehen sein soll. Ich bin gespannt, ob das wirklich eintritt. Aber Leute, wir haben ein ganz anderes Problem. Wie geht man mit dieser Waffe um? Ich weiß es nicht. Drehtanz, wir probieren es doch mal aus. Angriff in der parierenden Körperhaltung. So, wartet mal. Ich brauche natürlich ein bisschen Ausdauer wahrscheinlich. Also das funktioniert hier, ne? Also so richtig weiß ich noch nicht, wie man das hier bedient, ne? Also ich ramme hier so ein bisschen bei rum. Muss aber sagen, so richtig happy bin ich damit ja noch nicht. Deswegen lass uns mal das Training beenden. Und lasst uns mal zurückgehen. Zurück. Nein, ich will eigentlich so richtig zurück. So, genau. Ich habe ja zumindest die erste Nebenquest jetzt hier schon mal gespielt. Wir haben ja hier einige Nebenquests zu erfüllen. Hauptkarte. Nein, das ist die falsche Taste. Das ist die richtige Taste, genau. Einige Nebenquests. Ich würde erstmal ganz gern zurück nach Minato und würde mir ganz gern mal so den Hammer craften. Weil wie gesagt, jetzt haben wir diesen Schirm ausprobiert in der letzten Folge und ich bin nicht so wirklich davon überzeugt, dass ich beherrsche, wie diese Waffe funktioniert, oder ich beherrsche sie und die Kämpfe sind einfach nur deutlich länger gegen die Monster, wobei das auch schon wieder relativ ist. Wobei, naja gut, im Monster Hunter Rise, zumindest im Solo-Modus, waren die Kämpfe halt stark vereinfacht. Kann natürlich sein, dass meine letzte Erinnerung an ein Monster Hunter Spiel Monster Hunter Rise logischerweise ist und im Monster Hunter Rise waren Solo-Kämpfe deutlich leichter. Und wenn ich deutlich sage, Leute, dann meine ich, auch deutlich. Genau, hier oben haben wir jetzt nämlich die erste Quest erfüllt. Können wir auch gleich abgeben gehen. Also so eine kleine Nebenmission hier bei ihm. Na, ihr habt euch um die Zederngeißel gekümmert, nicht wahr? Gut, nun wird zumindest unsere Ernte nicht mehr unter ihr leiden. Ich habe wirklich nichts gegen das Kimono, aber da es das Wasser so verschmutzt hat, hätte hier nichts überlebt. Ich werde sicherstellen, dass ihr für eure Mühe bezahlt werdet. Und vielleicht werde ich in Zukunft eure Dienste erneut in Anspruch nehmen. Ja, das habe ich jetzt bekommen.
Was habe ich jetzt bekommen? Oder muss ich das irgendwo abholen? Gibt es da irgendeine Truhe? Guten Tag, ich habe einige neue... Also gut. So. Mal sehen, was ich tun kann. Ich würde sagen, wir haben jetzt den Hammer noch nicht gemacht. Yes. So. Nochmal den Flora-Grunzer nochmal erledige, dann bekäme ich theoretisch nochmal einen besseren Hammer. Schmiedekunst macht Spaß, findet ihr nicht? Ja, du schmiedest mir was, ich hab Spaß. Also für mich ist das ein guter Deal. Lass mal da unten bitte üben gehen. Auch mit der Waffe will ich natürlich eine kleine Trainingsrunde einlegen. Weil ich natürlich vorbereitet in den Kampf gehen will. So. Beginnen wir mit dem Training. Okay, der Damage ist schon krass. Mal keine offensichtliche Leiste, die ich auflade. Okay, also ich kann hier genau solche wunderbaren Sachen machen. Okay, aktuell haue ich ja hier einfach nur kaputt. Und das mit, wie ich sagen muss, mal ziemlich mächtigem Schaden. Also das ist schon ziemlich krass. Könnte man jetzt natürlich hier noch diese Kemonos jagen erstmal. Sofort aufbrechen. Ja, ich will das ausprobieren. Ich will jetzt hier mal gucken. Irgendwie, ne, dass wir so ein bisschen jetzt auch langsam mal in die Waffen kommen hier. Haben wir alle Waffen mal durchprobiert. Ich... hab ein paar Sachen, die mir gefallen, ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. So ein bisschen, ne, so, dass wir hier, ihr versteht schon, was ich meine, bei so einem Spiel nicht einfach so blind reinstürmen, auch ein bisschen gucken, so. So. Verdorrte Pflanzen. Erstmal will ich hier hin ins Lager. Und dann habt ihr mir ja eh einen Tipp gegeben, dass ich hier mal diese Türme bauen soll, um die Kemonos schneller zu sehen. Das sollte ich definitiv tun. So, bist du... Nee, du bist nicht neu. Aber ich kann hier nochmal ganz kurz gucken, weil hier bekomme ich ja auch noch so ein paar Tipps. Genau, Hammerfolge. Okay, also dreimal ist so eine Hammerfolge. Da gibt es einen Sprungschlag. Den berühmten Sprungbam. Und den kraftvollen Schlag. Ah ja. Wow. Wenn der Angriff aufblitzt, wie beim blitzt der denn auf? Also woran sehe ich denn, dass ein Angriff aufblitzt? Erweiterte Schmettersalve XRT XRT. Okay, also das ist
kann man hier auch noch machen. Ah. Ich muss das schon mal hin. Ich muss das schon hinbekommen, sonst ist es ja doof. Also erstmal der Hammererfolg. Die Hammerfolge. Dann der Sprungbam. Das ist der Sprungbam. Dann der kraftvolle Schlag. Aber woran sehe ich, dass das aufblitzt? Oder ist es halt eher so... Gerade eben hatte ich es ja einmal geschafft. Ach so, wenn das diese, wenn dann die orangene Welle ist. Ah so. Ah, okay, ja. Ich verstehe, wie das funktioniert. Also, du musst zuschlagen, drücken. Zuschlagen, drücken. Zuschlagen. Und dann theoretisch das Timing schaffen. Das ist so eine Timing-Frage. Also, ne, so. Also, nee, das ist falsch. Das ist falsch. Also nochmal. Ja, ich weiß, blöd, aber wir müssen es machen. Also, zuschlagen, laden. Nee, das war schon wieder falsch. Zuschlagen, laden. Laden. Genau, und dann, genau, macht er nämlich den hier. Und das Ganze geht natürlich auch noch mit dem anderen. Ja, da geht dann das. Okay, krass. Okay, jetzt gibt's noch das. Okay, und dann das. Wow. Genau, dann gibt's noch den Kistenangriff. Der Hammer ist schon geil. Ausgezeichnet. Okay, ich würde sagen, wir haben Training beendet, Leute. Genau. Die Quest ist hier oben. Das heißt, da müssen wir jetzt auch ungefähr hin. Nein. So. Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch, oder? Ja, ein bisschen Zeit haben wir jetzt schon verloren, ist aber nicht so wild. Dafür haben wir Hammerwissen gewonnen. Also... kommen wir da irgendwie in die Nähe? Ja, wir können hier zumindest mal reisen, um mal so ein bisschen in die Nähe zu kommen. Ja, sorry für diejenigen von euch, die jetzt sagen, jetzt hast du dir wieder nichts gezeigt, hast ja nur rumgestanden, da am Apparat rumgemacht. Ja, Leute, habe ich. Und das ist aber auch richtig so, denn zu oft merke ich, dass ich in Spielen am Anfang zu schnell bin und zu schnell einfach weitergehe. Und dann die wichtigen Sachen gar nicht mitbekomme und dann erst wieder in den Kommentaren zu hören bekomme, was ich mal wieder falsch spiele, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ey, ich muss hier hoch. Was? Falsche Taste. Und das will ich natürlich nicht. Also ich will natürlich, dass ich auch mal... dass ich halt auch mal, ne, Sachen nicht erst ganz spät über die Kommentare lerne.
So. Ah ja, da hinten sind die Kemono-Hapse. Das erste zumindest. Gesuchtes Kemono gefunden. So. Du Mäuserich. Ja, ja, ich bin noch da. Keine Sorge, mein Kleiner. So. Boah. Aber sagen, der Damage ist schon ziemlich krass, ne? Wow, das war ein schöner Überkopfschlag. Ja, Leute, das... was haben wir hier noch? Bisschen Verteidigung, so. So. Das läuft auch diesmal ein bisschen angenehmer. Auf jeden Fall schön ein paar rausgehauen hier. Ah ja, da vorne sind nämlich zwei davon. Nee, sind es doch nicht. Es ist nur eins. Es sah halt in der Beschreibung so aus, als ob es zwei wären. Aber es kann sein, dass es nur eins ist. Es geht ja auch erstmal darum, wie gesagt, dass wir hier noch ein bisschen was lernen, bevor wir in der Story weiter Progress machen. Und ich bin aber jetzt froh, dass ich mit dem Hammer jetzt mal eine Waffe gefunden habe, die mir ein bisschen besser liegt, weil letzte Runde mit dem... Das war ja... Sag doch, hier kommt noch ein zweiter mit dazu. Oh, was ist das denn für ein Monster? Was bist du denn? Okay, krass. Ey. Okay. Das ist ja mal was ganz Neues hier. So, bleibst du hier mal stehen? Oh, das haben wir ja wirklich den zweiten. Ja, zwei Blütenschwänzchen, die wir hier machen müssen. Ah, ich bin gerade ein bisschen zu... Ah, ich bin gerade ein bisschen zu greedy hier. Oh.
Uiuiuiui. Der gibt mir aber auf die Schnauze hier. Also geht, aber wartet mal. Ja, ich muss das mal wieder aus meiner Diselei hier rauskommen. Schnell aufladen. Dann schnell nach oben. Um wieder reinzukommen in den Kampf. So, am Boden. Oha, kommen sie jetzt beide zusammen hier? Machen die jetzt beide hier Abklatsch oder was ist hier los? Ich muss aufpassen, es ist im Hard Mode. Ins Gesicht. Boah, sehr schön. 200 noch drauf. Boah, der Hammer ist wirklich eine geile Waffe, muss man sagen. Ach, du warst noch einer, den ich noch gar nicht entdeckt hatte. Ja, der Hammer ist echt eine geile Waffe. Leute, 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 richtig geile Waffe. Ah, so, machen sie wieder Abklatsch hier. Was sollen sie ja machen? Ich will aber erstmal einen besiegen, bevor ich ja mit beiden nur so ein bisschen rumrandaliere. Boah, schön nochmal hier richtig, richtig rein. Boah. Da komme ich aber nochmal an. Erwischt es mich noch mit seinen Hinterpranken. So, den ersten haben wir. Verzeih. Aber richtig die Kelle mitgegeben. Also Hammer könnte echt meine Lieblingswaffe werden. Also, Hammer könnte echt meine Lieblingswaffe werden. So, der zweite, den schnappen wir uns jetzt. Ja, sorry, dass wir jetzt erstmal dieselben Gegner hier immer und immer wieder machen. Wie gesagt, ich glaube, nächste Folge, glaube ich, machen wir erstmal in der Story weiter. Ich glaube, wir haben jetzt die Waffen mal durchprobiert, so. Ich glaube, wir müssen hier eh noch ein bisschen was machen. Wenn ich mir diesen komischen Vogel anschaue, den wir vorhin gesehen haben, müssen wir hier sowieso noch ein bisschen was machen. Also, so richtig fertig sind wir hier sowieso noch ganz und gar nicht. So, jetzt aber hier erstmal unser zweiter Kumpel.
Gibt's hier irgendwas mit dem? Nee. Der wird jetzt da oben drin sein, ne? Boah, schön. Und nochmal. Und weil es so schön war. Alter, kassiere ich aber richtig die harte Dröhnung. Boah, sehr schön. Trotz auf die Stauze bekommen, nochmal 90 Damage reingehauen. Und weil es so schön war. Mit euch spielt man hier wirklich Ringelpiez, ne? Ganz kurz mal. Wenn wir schon mal hier sind. So, schnell mal hier freigeschaltet. Aber wenn wir schon mal hier sind. Kann ich gerade noch nicht. Schade. Kann leider noch kein neues Lager bauen. Muss mich jetzt auch erstmal um meinen Kumpel kümmern. Der muss jetzt nochmal ein bisschen auf die Fresse kriegen. Ach, das ist ja der andere. Verdammt, jetzt war meine Festplatte voll, ihr habt den zweiten Kill gar nicht gesehen. Naja, 12 Minuten habe ich insgesamt jetzt gebraucht, also ja, viel hat er jetzt auch nicht mehr ausgehalten. Von daher habt ihr jetzt zum Glück nicht allzu viel Wichtiges verpasst. Ja, ich würde sagen, der Hammer ist doch ziemlich cool, oder? Der geht auf jeden Fall ziemlich ab, aber was war das für ein mysteriöses Vogelkimono, was wir gesehen haben? Leute, es bleibt einfach spannend hier in diesem Spiel. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal zurück nach Minato, werden da noch die Quest abgeben und dann werden wir, ich glaube, in der nächsten Folge einfach mal die Haupthandlung ein bisschen weiterspielen. Wir können ja dann später noch hier zurückkommen, je nachdem, was man hier noch alles machen kann. Ich weiß es ja nicht, ich kenne dieses Spiel ja nicht. Von daher glaube ich, haben wir jetzt zumindest im ersten Gebiet lange genug rumgemacht, außer ich bekomme jetzt gleich eine Quest, dass ich irgendwie dann noch diesen Vogel jagen muss. Das wäre was anderes, weil das wäre was Neues. Ansonsten würde ich in der Story weitermachen, einfach damit wir jetzt hier nicht die ganze Zeit immer dasselbe immer wieder machen. So. Da lang muss ich. Ich muss nur gucken, weil ins Wasser fallen darf ich nicht. Der junge Yataro ist so unhöflich. Er grüßt nicht mal. Ja. Tja, unhöflicher Junge ist unhöflich. Kann ich jetzt aber auch nichts dran ändern. Ich bin hier immerhin Jäger und kein Lehrer. Oder kein Erzieher. So, genau, da ganz unten. Habe ich deine Aufgabe erfüllt? Vielen Dank. Ich hoffe, die Pflanzen werden schon bald wieder ganz normal wachsen.
Susudan sagte mir mal, dass Kimono die Naturgewalten beeinflussen können und dass wir Menschen im Vergleich lediglich schwächliche Insekten sind. Ich verstehe das nicht wirklich, aber es klingt sehr besorgniserregend. Kimono sind gruselig. Wir in Minato müssen für die Sicherheit der Stadt zusammenhalten. Aber dennoch sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Ah, jetzt gab es hier genau Erz dreimal und Goldstaub als Belohnung. Okay. Habe ich sonst noch was ich hier annehmen kann? Sieht erstmal nicht so aus, ne? Gut, ihr lieben Freunde meines Kanals, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Runde hier bei Wild Hearts. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Dann sehen wir uns wieder. Haut rein und gehabt euch wohl. Ich freue mich natürlich auch wie immer auf eure Kommentare und euer Feedback. Bis dahin, BB, euer Hyuga.